Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check von den Kopfhörern. Ich hatte ja vorm Krankenhaus Besuch zu den Yamaha-Kopfhörern. Ich stelle die mal hier hin, dann kann man das besser sehen. So. Hatte ich ja gesagt, den Hardware-Check werde ich machen, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder da bin, dass ich sie da erstmal richtig testen werde. Ich habe sie auch danach natürlich am PC noch getestet. Und ich muss echt sagen, für einen Krankenhausaufenthalt waren die wirklich geil. Die waren wirklich echt der Hammer. Die sind richtig leicht, drücken nicht so doll am Ohr. Wartet mal, ich mach mal runter. Also für den PC, wenn ich am PC sitze, sind die auch gut. Aber dadurch, dass die so leicht drauf sitzen, wartet mal, ich muss ein bisschen tiefer machen, so. Die haben nicht so viel Druck, also sind sehr angenehm zum Tragen, auch beim Fahrradfahren oder so oder beim Laufen. Aber dadurch, dass die jetzt nicht so wirklich doll wie die meisten sind oder so der Puffer an der Seite so doll ist, wo denn so rufgedrückt wird, dass du denn von außen nichts mehr hörst, hier hörst du immer noch was. Ja, und halt schön leicht für Krankenhaus, also für unterwegs halt ideal. Hier ist der Kabel. Der sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, weil den habe ich dann nur in die Tasche mit reingemacht. Für unterwegs und im Krankenhaus ideal. Am PC nehme ich lieber meine anderen Kopfhörer. Die sitzen ein bisschen fester, wenn ich dann Videos schneide und bearbeite. Also so, wenn ich normal am PC sitze und quatsche, sind die gut. Sind die wirklich gut. Wenn ich Skype anhabe oder was weiß ich, und dann sind die gut. Aber wenn ich Videos bearbeite, dann nehme ich lieber meine anderen Kopfhörer, die haben so ein bisschen dickeren Polster. Wo sind sie denn da? Die Ultrasound, die stehen da hinten, also die graue Verpackung da. Die nehme ich dann lieber für Videoschneiden und so, weil die haben einen dickeren Puffer und sitzen ein bisschen fester drauf. Ich höre die Umgebungsgeräusche nicht wirklich und dadurch schirmt mich das ein bisschen ab und kann die Videos halt besser bearbeiten. Klingt jetzt ein bisschen doof vielleicht, aber wenn du dann Rundumgeräusche hast und dann am Videoschneiden bist, dann ist das halt nicht so toll. Weil lenkt ab und dann denkt man, Mensch, da ist ein Fehler drin oder so, obwohl da kein Fehler ist, weil es von außen kam. Deswegen so echt toppe Kopfhörer für Musik hören, für Fernseh gucken. Also ich habe sie ja im Krankenhaus für Fernseh gucken benutzt. Auch für unterwegs am Handy, am Smartphone, also Apple oder iPhone rangeklatscht. Super Tragegefühl, richtig, richtig leicht. Also die haben kaum Gewicht, also ich habe sie beim Tragen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gemerkt. Dafür sind die richtig klasse und auf jeden Fall von mir eine Empfehlung wert. Wer schneidet heutzutage groß Videos? Also da würde ich dann wirklich zu welchen, wo das Umgebungsgeräusch dann ein bisschen mehr gefiltert wird. Also durch die... Aber ja, von mir auf jeden Fall tolle Kopfhörer. Und dann würde ich sagen, dann ist der Hardware-Check hiermit auch erstmal erledigt. Ich höre jetzt auch keine Musik extra. Ich habe die wirklich die ganze Zeit benutzt. Da brauche ich jetzt nicht nochmal Handy ranmachen mit Musik oder so. Ich kann es euch vielleicht mal zeigen. Ich habe, wenn wir schon dabei sind, habt da recht. Kann ich euch das mal zeigen, wie laut die sind. Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt noch Musik auf dem Handy habe. Wenn ich, ja, jetzt fällt mir das Mikrofon runter. Wenn nicht, dann nehme ich YouTube. Aber ich setze mir dabei nicht auf, weil dann bin ich wieder so laut, denke ich mal. Ich weiß, einen gefreut hat immer, wenn ich so laut bin. So. Genau. Das ist der mit dem Schraubanschluss. Der kommt dann ins Handy. Bei mir hier halt hier oben ruf. Sitzt auch gleich bombenfest, also dann kommt der hier unten rein. Der muss dann so ein bisschen festgedreht werden, dass er auf... Habe ich jetzt nicht richtig festgedreht? So, jetzt. Dass er auch wirklich fest ist und nicht mehr rausgeht. So, dann machen wir mal YouTube an. Oder habe ich noch Musik drauf? Ich gucke mal erstmal, ob ich noch Musik auf dem Handy habe. Ich hatte mein Handy mal die Musik gelöscht, um Speicherplatz zu gewinnen. Unbekannt, Samsung
Nö, warte mal, unbekannt. Da habe ich 14 Stück. Was ist das? Ach doch, ich habe Musik drauf. Das hier zum Beispiel. Ja, ich will es extrem laut machen. Also auch wenn er jetzt so, hört er ja, dass die ziemlich laut sind. Das ist die Metal-Version von Barbie Girl. Das ist auch ein YouTuber aus Schweden oder Dänemark. So, und dann haben wir, was haben wir noch? Nightwish habe ich hier noch drauf. Hör auf, du Mutti. Machen wir mal, hör auf, du Mutti. Also wirklich laut. Also ich hatte auch teilweise im Krankenhaus, wenn es denn abends geworden ist und ich Angst hatte mit meinem Umdrehen oder so, dass ich mich mit dem Kabel verhedder, habe ich das ganz einfach gemacht. So. Also praktisch nicht so wie zum Hören, sondern außen nach außen. Und dann habe ich es so auf den Nachttisch gelegt, unten. Aufs untere Fach. Fernseh lauter gemacht. Und dann hat man dann halt sozusagen Boxen gehabt. Das funktioniert wirklich geil. So, Pause. Erstmal raus. So, weg und ab. Also beim, das Einzige, was ihr halt beachten müsst, ist, wenn ihr die benutzt, das hier unten, wenn ihr den Kabel wegpackt, nicht einfach so abziehen, auch wenn es mal klemmt, nicht mit Gewalt oder so. Ihr müsst da immer diese Drehung machen, dass es auch wirklich vernünftig abgeht und nicht ihr hier praktisch hier oben den Kabel rausreißt, hier aus der Verankerung, weil das wäre dann doof. Einfach nur immer drehen, das macht dann auch so ein bisschen Geräusch und dann kann man den auch ganz einfach abziehen. Mit einem angenehmen Druckpunkt. Ja. Unangenehme oder schlechte Erfahrungen habe ich mit dem Kopfhörer ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich hatte im Krankenhaus, wie gesagt, hatte ich ja auch schon mal im Video erzählt, dass der Ton ein bisschen doof war, aber das lag wirklich nicht an den Kopfhörern, weil ich hatte noch mehr Kopfhörer mit bei. Mein Bettnachbar hat echt gedacht, ich bin bekloppt, weil ich damit so viel Kopfhörern ankam. Aber wie gesagt, ich hatte da mehrere mit bei und die anderen haben auch alle geknarscht. Also das war nicht bei allen Fernsehsendern, aber bei einigen. Ich denke mal, dass das am Krankenhaus gelegen hat, an der Einstellung vom Fernseher oder so. Ja, aber die haben mir wirklich einen hervorragenden Dienst geleistet und haben mir die Zeit im Krankenhaus wesentlich verschönt, wenn man Fernseh gucken kann und einen schönen Ton hat. Also Stimmen waren richtig gut. Ja, weiter gibt es da jetzt eigentlich nichts zu sagen. Ich bin zufrieden. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Ein Abo wäre nicht schlecht, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich mache öfters sowas. Und dann bin ich erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.